Willkommen zurück bei Stardew Valley. Mit dabei ist wie immer. Hallo. Nika. Wird angemut. Das ist doch schön. Das heißt, wir haben Kühe. Ja, der Sommer ist auch bald zu Ende. So mag ich es. Ach ja, ich habe ja keine Axt momentan. Der Steinzaun sieht irgendwie ganz schön nice aus. Ja. Schade, dass er halt nicht so lange hält, ne? Aber den kann man einfach mit Stein reparieren. Wenn irgendwas kaputt ist, muss er einfach mit Stein raufklicken und dann ist er wieder heiler. Okay. Wobei ich ja ehrlich sagen würde, Stein müsste ja besser halten als Holz. Langwieriger. Ja. Eigentlich. Ich dachte mir auch schon, dass ich mit dem Steinzaun um meinen Garten hier so einen kleinen Zaun ziehe, aber dadurch, dass er halt nicht so ewig lange hält, ist es halt irgendwie so schade. Ja. Wusstest du, dass du große Tore machen kannst in einer Weide, wenn du zwei Türen nebeneinander machst? Tore? Nö. Achso. Tja, jetzt weißt du's. Eingelegte Tomaten. Klingt eigentlich auch gut. Oh ja. Ich hab Milch. Oh. Ja, wir müssen noch warten, bis es eine große Milch ist. Die brauchen wir erst. Okay, die Box kann ich ja noch nicht umsetzen. Kann ich ja erst umsetzen, wenn Robin wieder da ist, wo sie hingehört. Nein, das wollte ich aufmachen. Ist okay? Ja. Schön. Wir haben echt viel Geld, aber keine Ahnung, was wir damit anstellen sollen. Eigentlich am besten dann einfach nur sparen, oder? Ja. Abigail hat ein Meerschweinchen. Lass nochmal. Ah ja, stimmt, sie hat ein Meerschweinchen. Ja. Und das heißt David. Okay, ich habe eine prähistorische Rippe gefunden. Okay. Da hat wohl jemand Rippchen gegessen. Ha. Ich weiß, der war nicht gut. Not really. Boah, dieser Alex, der ist so unfreundlich. Ja.
Okay, liegt heute irgendwas an? Nein, keine Events, gar nichts. War auch nichts, was wir noch geplant hatten. Das heißt, ich kann einfach ein bisschen angeln. Alles okay? Alles gut. Das klang gerade eher so, oh shit, mäßig. Ah, na. Bleib so schlimm. Ich hab einen zerbrochenen Dreizack bekommen, was eine Nahkampfwaffe ist. Ein Dolch okay. Mit 15 bis 26 Schaden. Okay. Den Fisch kriege ich nicht, der Fisch ist mal wieder OP. Oh, ich habe meinen ersten Thunfisch gefangen. Oh, nice. Und den brauche ich sogar. Okay. Der Dreizack sieht eher aus, als ob jemand einen Kronleuchter da reingeschmissen hat. Funny. Ja. Ja. Der macht echt guten Schaden an. Plus 1 Angriff und Schleimsammler hat er noch drauf. Als Bonis. Hm. Okay. Nicht erschrecken. Okay. Hat mal eben 5k verballert. Das habe ich gesehen. Ja, ich habe ein Bündel voll gemacht. Du sagtest, wir kriegen relativ schnell Geld rein. Da kann man auch immer mal ein bisschen was ausgeben. Ja. Vielleicht kaufe ich jetzt nicht das 10k Bündel und dann das 25k Bündel. Wer weiß. Mhm. Ich habe gar nicht geguckt, was da... liegt mitten in deinem Beet. Und schmilzt da. Oh nein. So eine geschmolzene Katze ist immer so unangenehm. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werfe mal meine Angel aus. Weil wir sind ein richtiger Bauer. Alles, was wir brauchen, ist Fisch.
darf jetzt nur nicht die Zeit aus den Augen verlieren. Also ich habe das Gefühl, manche Fische haben echt ein Bedürfnis, gefangen zu werden, wenn sie sich gar nicht bewegen auf diesen Dingern. Ja, das sind dann wahrscheinlich die einfachen. Ja, das sind Karpfen. Karpfen haben keinen Überlebensinstinkt. Verständlich. Der Thunfisch war echt nicht einfach, aber die sind auch lecker. Oh, Shadow. Oh, ich habe meinen letzten Köder verbraucht. Was lasst du so? Im Dunkeln sieht mein Hinterkopf aus, als wäre da ein Gesicht. Ah. So ein Punkt-Strich-Punkt-Gesicht, aber nur. Irgendwie will ich mir das gleich mal angucken. Ich sollte mich nach dieser Angel-Dings jetzt mal auf zum Hof machen. Ja. Aber Robin, die ist wirklich, die steht morgens um 6 auf, hämmert da schon. Dann bis 2 Uhr nachts, also ich glaube, die pennt gar nicht. Also ich habe Respekt vor der Frau. Okay, massiver Fang erzielt, der Erfolg. Siehst du das eigentlich auch, wenn ich solche Erfolge bekomme? Ja. Ah, okay. So, bin auf dem Weg. Ist zu dunkel. Oh. Ich kann mich aber ins Halblicht stellen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Oh mein Gott, ich sehe, was du meinst. Ja. Jetzt wird es dann so spät. Ja, ich muss nur kurz ein paar Sachen wegwerfen. Gerade mal 1 Uhr, das passt noch. So ein Teleportationstotem bekommen vom Strand. Das heißt, wenn ich jetzt angeln will, kann ich direkt zum Strand gehen damit. Na denn. Hm? Was ist das denn? Keine Ahnung. Mysteriöse Kisten. Interesting. Ja, das ist interessant. Halt mich so ein bisschen ab. Kommt so ein Airdrop. War das eine Hexe, die das Flugzeug geflogen hat? Ich hab nicht drauf geachtet. Die war grün, glaube ich. Oh, Robin hat sogar mein Schlafzimmer direkt umgestellt, während ich noch geschlafen habe. Oh, das klingt ein bisschen weird. Was eine tolle okay. Frau. Mal sehen, was das jetzt damit auf sich hat, ey. Ich brauch ein Ei, wenn's geht, gleich mal. Ja. Qualität ist egal? Ja. Reindackeln. Ah, ich gebe dir zuerst was. Okay.
sicher, dass du kein Essen willst? Gut. Wait, ich hab noch was für dich. Ja, gleich. Ich kann's mir jetzt geben. Oh. Ich kann die auch im Kühlschrank tun. Aber ich brauch die gar nicht. Du kannst sie sicherlich für Rezepte benutzen. Okay, ja, stimmt. Oh mein Gott, ich kann Sachen in meinen Kühlschrank lagern? Ja, das habe ich gerade gesagt. Ja, deswegen habe ich da überhaupt rangeguckt. Ich glaube, ich verlege mein goldenes Essen erstmal da rein. Ja, ich glaube, ich gebe dir da auch ein bisschen was von meinem. Weil dann, was ich da noch gelagert habe. Dann ist die Chance geringer, dass ich Sachen außerdem wegwerfe. Egal. Aber auch nur das Essen. Pflanzen können hier bleiben. Jetzt solltest du als nächstes dein Haus ausbauen. Ja, mal sehen. Hast du schon gegossen? Nö. Ach ey. Der Tag ist gerade erst angefangen. Ich habe heute nichts zu tun. Okay. Die Maki-Rolle braucht man für ein Bündel. Ja, ich weiß, ich habe noch eine. Okay. Genauso wie das Spiegelei, das ich gemacht habe aus deinem Ei. Hm. Gott. Na gut, der Sommer endet bald, das heißt, diese schönen Sachen, die wir jetzt hier angepflanzt haben, kriegen wir nicht immer wieder. Eine Weile. Ja. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, ob ich meine Axt abholen kann. Müsste ich vielleicht da nochmal vorbeischauen. Hast du sie gestern abgegeben? Vorgestern. Ja, dann solltest du sie abholen können, glaube ich. Gut. Dann renne ich mal los. Okay, es können hier auch überall mysteriöse Geschenktruhen sein. Ich will mir das die Zähne nochmal angucken, weil genau in dem Moment habe ich meine Nase ausgeschnaubt und was getrunken. Und deswegen habe ich nicht gesehen, was da unten in der Ecke stand. Da ist jemand an den Müll rangegangen. Oh, hey, Penny. Hallo. Achso, hier, mein Dreizack. Oh nein, jetzt jagt die mich. Mit ihren Stabby Step Step. Ha, ich hab eine Stahlaxt. Wie hast du auch. Ich mach jetzt meine Spitzhacke zu Stahl. Okay, nice. Willst du viel. Ach, ich kann ja noch kurz die Geode aufkloppen. Was will ich vielleicht? Mein Stabby Step Step? Nö. Ups. Ich stehe auf einmal aus Versehen Haley auf. Ach, das, sorry, will, das will die doch nur. Oh? Was? Eine Cutscene mit Haley, die gerade eigentlich vom Strand weggegangen ist und jetzt wieder da ist, komischerweise. Für dich kommt sie zurück. Oh, hey, Haley. Bist du nicht eigentlich gerade mit Nika in der Cutscene? Naja, viel Spaß bei deinem Eis. Du weißt, dass Haley nicht bei dir ist? Scheinbar doch.
Entweder ist das hier die Fake Kelly oder die andere ist die Fake Kelly. Und was ist das andere denn? Irgendein creepy Alien? Maybe. Na super. Kriege ich denn jetzt einen Trüffel? Oh. Oh. Ellie hat ihr das Armband ihrer Großmutter verloren. Jetzt ist sie voll traurig. Oh. Das ist sad. Das verstehe ich. Das findet ihr schon wieder. Ah, ich hab's gefunden. Ach ja. Den Stör finde ich wahrscheinlich nur, wenn es regnet. Oh, sie knuddelt mich. Oh. Das ist cute. Alles richtig gemacht, ne? Ja. Crazy Fish. Ich hab schon 7 Herzen bei Heldi. Oh, das ist viel. Vielleicht brauchst du doch bald ein erweitertes Haus. Ja, maybe. Und wie läuft das bei dir und deiner... Kann ich gerade nicht gucken, ich bin am Angeln. Angeln? Angeln. Aber nicht von ihr. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Herzen. Really? Wow. Ja. Oh. Einfach ein paar Melonen in die Fresse schieben, dann geht's schon. Ich gebe Heli gar keine Geschenke mehr. Die Arme. Kaum hast du sie so weit, schon kriegst du nichts mehr. Ja. Okay, es können jetzt mysteriöse Geschenke gefunden werden. Mal gucken, ob wir jemals eins finden. Was denkst du bei ich und bei meinem Lack, ha? Bei deinem Lack findest du alle. Dein Lack ist ungewöhnlich hochgeskillt. Yep. Ja, heute ist keine so tolle Ausbeute. Passiert mal. Ja. Na gut, der Sommer endet auch langsam, da kann man halt auch nicht mehr so viel Sachen anpflanzen. Ja. Oh mein Gott, eine fette Rieseneule fliegt über den Bildschirm. Ja. Oh, ich kann jetzt in diesen mystischen Wald rein, jetzt wo ich die Stahlaxt habe, oder? Jetzt kann ich den Lock davor wegklopfen. Ja, das glaube ich schon. Kannst du ja erstmal versuchen. Ja, gehe ich morgen aber erst hin.
bei einer unserer Hofdogs. Ja, die sind schon alle am weggewechselt werden. Ah, okay. Das heißt, ich werde auf jeden Fall bei den Kühen demnächst Hartholzzäune schon mal verteilen. Die Hühner haben jetzt ja erstmal ihre Steinwand. Und wenn die kaputt gehen bei den Hühnern, dann kann man ja immer noch mal die auch noch mal austauschen. Ja. Oh, ein Pilz. Pfefferling. Oh. Jetzt hast du mich erschreckt. Ja. Ich weiß, das höre ich nicht zum ersten Mal leider. Da oben ist schon ein Mahagoni-Baum. Kannst du mir hier einfach nochmal einen an. Die Pilze. Gut, der Tag ist damit ins Ende. Morgen stürmt es. Eigentlich müsste ich morgen auch angeln gehen, weil ich kann manche Fische nur sammeln, wenn es regnet. Okay. Ja, ich muss mal gucken. Morgen ist also wieder ein voller Tag. Hm. Okay, so. Kein Event, wunderbar. Oh, Geld ist gar nicht so schlecht geworden. Nö. Oh, es regnet. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Oh, ich hab dir nichts gehört. Oh, es gewittert. Ja. Warum bin ich es eigentlich gewohnt, dass du mir nicht zuhörst? Keine Ahnung. Violetta-Pilz eingelegt. Goldene Milch. Oh, nice. Ich habe eingelegte violette Pilze. Oh, nice. Boah, geben die gut Energie wieder. Die sollte man eigentlich mitnehmen in die Höhle. Hm. Weißt du was, ich leg dir den mal hier bei mir in die Truhe rein. Du könntest sie auch in meine Truhe tun. Wunderbar, dann mache ich das. Was liegt denn da noch? Zelt, okay. Dann tue ich sie gleich mal in deine Truhe. Ach, ich gehe erstmal in den mysteriösen Wald rein. Recyclingmaschine. Ah, die ist praktisch für später. Und 3 Iridium-Eier. Wow. Mittlerweile klatschen die Hühner ja ganz schön viele davon raus. Ja. Und der nächste Pilz ist fertig. Ach, Shadow, du liegst voll im Weg. Und den brauchen wir. Du darfst die Katze ruhig schlagen, wenn du möchtest, damit sie zur Seite geht. Nimm die Axt am besten. Ich hab sie gestreichelt. Achso. Ich will mitkommen in den Wald. Ja gut, ich warte hier unten am Ausgang bei der Farm. Okay. Let's go! Hoppla. Okay. Ha, Beere.
Aha, wir sind im... Eimer. Was? What the fuck? Ist hier unten nicht auch irgendwo ein Geheimdurchgang? Ja. Ah, hier. Oh, hier kann ich angeln. Das wollte ich ja auch denn machen, einfach. Ich glaube, hier respawnen diese Baumstämme jetzt auch regelmäßig, ne? Ja. Bei uns aber auch, wenn der Platz von denen frei ist. Ah, okay, cool. Oh. Ausfahren. Sonst ist ja nichts mehr? Nö. I don't think so. Okay, cool. Danke fürs Mitkommen, I guess. Noch einer? Ich hier hin. Ach, da bist du. Wow, ich mich gerade erschreckt. Deswegen habe ich meine Angel eingefahren. Längst fest. Nein, jetzt nicht mehr. Gut. Nein, den kriege ich nicht. Der Fisch ist crazy. Hallo. Siehst du eigentlich die Animation, wenn ich einen Fisch rausziehe? Also wenn der dann über meinen Kopf auf einmal auftaucht? Ja. Okay. Mahagoni-Samensaat. Oh ja, die brauchen wir. Die pflanze ich momentan um mein Haus herum. Hm. Ich brauche einen. Hm. Ja, den Fisch kriege ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Mysteriöses Geschenk. Wandpflanzenkorb. Also, hast du eins gefunden? Nee, das habe ich geangelt. Oh. Rein theoretisch hast du dadurch eins gefunden. Nee, beim Angeln kannst du immer ein Geschenk finden. Echt? Hm? Oh. Das ist so viel ich weiß. Sonst habe ich hier im Wald noch keins gefunden. Oder irgendwo. Aber an sich ist die Map auch relativ groß, muss man ja sagen, von Stardew Valley. Ja. Oh, ich habe Schaden bekommen im Kampf gegen Schleime. Ich auch ein bisschen. Hab mich voll geschleimt. Heute ist Mittwoch, heute hat PSE zu, also kann ich daran vorbeilaufen. Okay, irgendwo muss ich noch einen Pilz abgeben bei irgendeinem Bündel. Mal gucken. Ich glaube, Trüffel kriegen wir ja erst mit Schwein. Können wir eigentlich schon Käse machen? Haben wir schon eine Käsepresse aus der Milch? Ich habe noch keine.
Ich habe schon eine, glaube ich, freigeschaltet. Das heißt, ich sollte die vielleicht nachher mal craften. Ja. Weil erst große Milch brauche ich für ein Bündel, aber Käse brauche ich auch schon. Also kann ich ja die normale Milch zu Käse umwandeln. Ja. Ja, dann baue ich nachher noch eine. Ach, was ein schönes Wetter. Ja. Ey, das ist doch, dieser Fisch ist so unangenehm zu angeln. Mein Gott. Wahrscheinlich ist das aber auch der letzte Fisch, den ich brauche für das Bündel. Der einzige, den ich nicht an Land ziehen kann. Das kann gut sein. Der springt immer von ganz unten nach ganz oben und so schnell kommst du nicht hinterher oder so. Oh. Und dann bleibt er eine ganze Weile auf der Stelle und dann springt er wieder ganz blitzschnell irgendwo hin und... Ja. Vielleicht sollte ich mal bei Will. Was ist? Oben da, wo der Buchhändler immer landet, da ist einer dieser Kisten. Aber ich komme nicht ran, weil ein Baumstamm, ein großer Baumstamm da vor ist. Ich komme sofort. Wir schaffen es noch in der Nacht. Ich muss mich gerade nur daran erinnern, wo der landet. Ich weiß es nicht genau mehr. Über den Joja-Markt. Okay. Bin gleich beim Joja-Markt. Ich guck morgen, glaube ich, mal, ob ich eine bessere Angel bekommen kann. Hallo. Ah, so sehen die aus. Was denn? Gewinnkarte. Oh, ich kann da auch ran. Gibt dies dem Preisautomaten in Lewis House, um eine besondere Belohnung zu erhalten? Ja, der hat einen Gewinnautomat dort. Das Event bekommt man, wenn man da zum ersten Mal reingeht, wenn er da ist. Das habe ich nicht mitbekommen. Habe ich dir in Folge 1 oder 2 erzählt? Habe ich trotzdem nicht mitbekommen. Ja, aber wir müssen jetzt nach Hause.
Das habe ich mitbekommen. Solche Laternen können wir auch später haben, um unsere Wege nachts zu beleuchten. Vielleicht sollten wir früher oder später auf euch aufstellen. Wieso magst du unsere gruselige dunkle Farm nicht? Ich mag es irgendwie, wenn alles zwischen beleuchtet ist. Okay. Ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit. So, jetzt habe ich keine Zeit mehr. 1 Uhr. Oh Gott, ist das Bett weit entfernt. Ich könnte es auch einfach direkt neben die Tür stellen, dann komme ich rein und kann mich direkt wieder hinlegen. Aber ne. Oh, Dumbler, du hattest 25% mehr Holz fallen lassen, ne? Was ist das andere? Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt. Ja, ich glaube, ich habe Holz genommen. Ich bin gerade der Meinung, brauchen wir überhaupt beim Sammler, dass wir mehr Gegenstände bekommen? Die brauchen wir nur einmal fürs Bündel und danach ist es eigentlich relativ irrelevant, ob wir die kriegen oder nicht, oder? Ja, genau. Dann gehe ich auf den Förster. Auch wichtig sind die nicht. Weil, ja. 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 Ob damit aber alle gesammelten Gegenstände? Nee, von Monstern getroppte Sachen sind wahrscheinlich nicht gesammelte Gegenstände. Mhm. Der Buchhändler ist heute in der Stadt. Oh, ich habe einen Brief. Ich auch. Pepperoni. Tja, Pepperonis ist natürlich etwas. Das hat natürlich nicht jeder Bauer im Garten. Weil nicht jeder Schaf mag, ne? Wir haben keine Schafe. Noch nicht. Du kannst dir eine Pepperoni direkt von einer Dings pflücken. Okay. Der Inventar ist voll. Oh. Eine Pepperoni. Honey. Yes. Frag mich, ob Honig auch für Gerichte benötigt wird. Oder später, ja. Ich das erstmal da rein. Oh, eingelegter Sommerkürbis bringt auch echt viel. Ja, allgemein die eingelegten Sachen sind nicht schlecht. Alles, was man weiterverarbeitet, ist irgendwie immer relativ nahrhaft. Ja. Oh. Oh? Da war ein loses Wegstück. Da war wohl das Gewitter. Worte. Das merke ich. Da war das Gewitter wohl nicht so nice. Ja. Ja, aber früher oder später haben wir Blitzerblätter. Dann können die mich mal. Wieder 2 Iridium-Eier. Okay, not bad.
64 Hartholz, das reicht für Zäune. Und jetzt kriegen wir ja regelmäßig neues Hartholz, das ist schön. Schnell einmal. Oh, ich habe eine große Milch. Oh, wunderbar. Die hole ich mir ein anderes Mal ab. Kannst du in meine lila Truhe tun. Ich tue sie einfach in deine Truhe. Genau, die lila, ne? Aber die braucht auch keinen Stern oder so, oder? Nee, nee. Okay. Habe ich mein Ticket dabei? Ich habe mein Ticket dabei. Ich würde die, glaube ich, gleich mal einlösen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Was denn? Marmor. So, hier ist ein bisschen Marmor. Bitte. Ah. Ein singender Stein habe ich als Belohnung bekommen. Hm. Ich sing auch, wenn man mich schlägt. Und mein erstes Ticket hat mir gebracht Brokkolisamen. 12 Stück. Im Herbst pflanzen. Okay. Wunderbar. Hm, das ist doch gut. Oh, ich habe einen Penny. Eine Penny-Cutscene, wo du mittendrin herumläufst. Ach, hier am Mülleimer? Ja, das mit dem Brief. Ach, mit dem Briefkasten. Ich habe das einfach übersprungen. Oh. Ja, auf. Ja, gut, du willst ja auch nichts von Penny. Ja. Ist schön, dass sie mich so toll findet, aber kein Interesse. Ach, der Buchhändler, mit dem können wir auch nichts anfangen, weil die Bücher so... Wobei, jetzt haben wir ein bisschen Geld, aber ich weiß nicht, ob das ausreichend ist. Ach, was sitzt Penny denn hier ganz alleine? Sie ist traurig, weil ich sie geskippt habe. Sie würde gerne gärtnern, aber ihr Garten ist so verwahrlost. Vielleicht findet sie ja mal irgendwann ein Haus mit richtigen Garten, vielleicht auf einen Bauernhof kichert. Ich glaube, das war eine Andeutung. Ich renn weg. Sicherlich hast du recht, dass es eine Andeutung war. Ich verstehe die nur nicht. Ja. Weil Haley sagt auch noch, ich bin nur ein dummer Bauer, also. Ich wollte angeln gehen. Zu Willi, bevor er dicht macht. Aber es ist schon 16 Uhr gleich. Der hat nicht mehr auf, oder? Ab wann kann man denn eigentlich jemanden heiraten? Müssen die dafür in den schwarzen Herzbereich kommen? Ich denke schon, ja. Okay, dann dauert es ja nicht mehr lange. Aber das Kochen wird wahrscheinlich... Das Kochen. Das Hochzeitsstuff wird wahrscheinlich was kosten. Fischräucherer. Ah. Oh. Noch whatever. Was? Ist eh nicht spielen. Ach, du meinst diese Automatenspiele? Ja. Na, da gibt's sogar einen Erfolg für, wenn man eins davon ohne Hits oder so durchspielen kann. Ja.
Wo ist denn der Gewinnautomat? Bei Louis, habe ich doch gesagt. Achso, Louis, nicht Gast. Ich hab die verwechselt. Hallo. Ach, das Dingens. Brokkolisamen. Das war der erste Gewinn. Ja, ist bei allen wohl so. Alter. Der steht auch im Weg, der macht auch keinen Platz. Ja. Oh. Ganz schön groß, ne? Muss aber hohl sein, wenn du es so tragen kannst. Wie ich. Ist doch eine Win-Win-Situation dann. Au. Oh, Katze ist tot. Ja, aua, aua, ich habe mir wehgetan. Ich bin ein musikalisches Genie. Hä? Das höre ich nicht. Oh, okay. Schade. Kann es selber machen. Hör ich tatsächlich auch nicht. So, Käsemacher. Ob er Chili kann. Ich habe das Gefühl, der Ort, wo ich es hingestellt habe, war wohl nicht so zufriedenstellend. Nee, ich habe das zu den Kühen gestellt. Ah, da haben wir sogar eine eigene Truhe. Ja. Wollt ihr noch einen bauen? Ja, why not? Ach, jetzt habe ich vergessen, meine Spitzhacke zu holen. Passiert mal. Ja. Wir haben ja noch einen Tag vor uns, bevor wir die Folge beenden. Also kannst du sie ja dann gleich noch holen. Ja. Ich sollte aber auch anfangen, meine Spitzhacke früher oder später abzugraden. Ja, ist aber ziemlich gut, dass wir das uns teilen, sozusagen die Aufgaben. Ja. Ich mag aber auch Minenarbeit eigentlich. Ja. So, die große Milch. Okay, ja. Einfach ins Bett legen, ich kann nichts mehr machen. Ja, ich geh auch gleich. Da warte ich auch von dir. Okay. Oh, Cheese ist schon fertig. Oh. Oh, kann ich ja morgen direkt eins mit ins... Oh, gibt ganz schön Energie. Ja, eins davon brauche ich nur morgen. Ja. Oh, hallo Shadow. Ach, schon wieder bei dir. Ja. Morgen regnet es auch. Ja. Hoffentlich kein Gewitter. Doch. Ah. Ich glaube, ich gebe einfach gleich meine Spitzhacke ab, wenn du... Oh mein Gott,
Wie viel Geld wir gescheffelt haben schon wieder. Deswegen, ich glaube, ich gebe einfach meine Spitzhacke ab, wenn du deine jetzt gleich wiederholst. Ja, warum nicht? Müssen wir schauen, haben wir überhaupt Kupfer da? Genug? Gucken wir gleich mal. Erstmal ernten wir. Es wird auch nochmal ein sehr ertragreicher Tag. Ja. Oh, ja, ich hab Platz. Danke. Ja, zwei Kupferbarren haben wir nur, wir haben nicht genug. Ja, nicht mehr so viel in den unteren Ebenen. Ja. Ja, da ist was so, dann muss ich das ein anderes Mal machen. Ich glaube, das wäre relativ schlau, alle Sachen früher oder später langsam auf Kupfer abzugraden. Auch so die Sense oder so, das hilft ja auch. Ja. Aber da es heute regnet, gehe ich nicht in die Mine. Ich gehe lieber nochmal eine Runde angeln und gehe früher oder später nochmal in die Mine. Gut, und das heißt, wenn wir nochmal so ein Geschenk finden, das können wir jetzt zusammen öffnen. Das heißt... Es ist ja gut zu wissen, dass jeder von uns das aufmachen kann. Mhm. Gute Augen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell eins finden. Ich habe da extra einen Baum gefällt. Da, das war dahinter. Ah. Also so ein paar Secret Locations eher. Ja. Nicht ganz so offen. Okay. Vergiss nicht deine Spitzhacke. Ja, ja. Ich muss erstmal mich um die Tiere kümmern. Gut, jetzt brauchen wir noch ein Entenei, Wolle oder eine große Ziegenmilch. Ja. Langsam sind die Bündel nach und nach alle voll. Also das dauert nicht mehr lange, dann haben wir wirklich sehr viel auf einmal abgeschlossen. Mhm. Eigentlich guter Progress fürs erste Jahr, muss ich sagen. Wir haben das erste Jahr gerade mal halb rum. Ja. Wobei zum Winter hin wird es ja eh ein bisschen ruhiger. Da kann man nur sehr wenig machen im Garten. Da würde ich auch meine Gießkanne, wenn es geht, sogar doppelt upgraden. Ja, du, der ist eingerollt in deinem Haus und der rutscht da gerade über den Boden. Okay. Ja. Goldaxt kommt als Kupferhacke. Kupfermülleimer, stimmt, das sollte man ja auch machen. Oh, der verkauft Kupfererz, aber das kriegen wir auch so. 75 Gold für ein Stück Kupfer ist irgendwie teuer, dafür, dass man es hinterhergeschmissen bekommt in der Mine. Ja. Wäre nice, würde man das dafür verkaufen können. Ja. Aber so viel Gewinn macht man damit nicht, ne? No. Bin auch gerade am Überlegen, was machen wir eigentlich? Wir könnten auch den Hühnerstall langsam ausbauen, damit wir die Enten kriegen. Ja, daran dachte ich auch. Und gleich nachdem ich meine Spitzhacke habe, bei Robins schauen, wenn das geht, wie viel... Was ich dafür alles brauche. Ja.
Holz braucht hier. Da kann ich dir ja helfen. Ich glaube, das war 400 Holz. Das kann ich ja schnell zusammensammeln. Ey, der Fisch ist so zum Kotzen. Brauche ich aber auch noch. Was brauchst du? Stein. Ja gut, das kannst du ja besser farmen. Ja. Dann kannst du halt nicht mal diese Steinplatten auf unseren Hof wegmachen, diese großen Dinger. Ja. Dieser Fisch nervt so sehr. Bitte sag mir, dass es ist ein Stör. Okay, der nervig zu fangende Fisch ist ein Stör und ich hab's hinbekommen. Ja. Jawohl, diese Folge werde ich wahrscheinlich nicht mehr den Hühnerstall hinkriegen. Nee, Robin arbeitet jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Ja. Oder bis ich da angekommen bin, halt, ist sie weg. Mach halt einfach in der nächsten. Bäm, Bündel fertig, jetzt wo wir den Stör haben. Verkleideter Dreher, Angelgerät. Der metallene Anhänger und die farbenfrohen Luftschlangen sind ein verlockendes Spektakel für Fische. Erhöht die Beißrate von Fischen. Okay. Keine Ahnung, wie ich das an meine Angel ranmache. Naja. Vielleicht nicht an diese. Ja, dann sammle ich noch ein bisschen Holz und das war's dann für heute. Ja, ehrlich, was nochmal die Upgrades waren für die Hacke und die Sense, was die gebracht haben. Keine Ahnung. Ich weiß, dass die Sachen gar nicht mehr so unnötig waren, aber. Ja.
Oh Gott, welche Bäume fetzen nur. Ist das ein Problem? Weiß nicht. Hier unten. Das ist noch so ein weirder großer Baum. Ja. Ich weiß ja nicht, welche Tabu sind. Hast du irgendwelche, die Tabu sind? An sich nicht. Ja, ich würde ja keine fällen, wo irgendwie so ein Ding ist dran ist. Genau. Ah, die Blumen sind endlich auch vorhanden. Das heißt, die Bienen können sich jetzt an den Blumen bedienen. Auch wenn eine weg ist. Scheinbar wurde eine von einem Blitz getroffen, eine der Blumen. Oh. Muss ich nachher nochmal eine Sonnenblume hinpflanzen. Sonnenblumen ja auch noch im Herbst blühen. Oh, das war dumm. Ach. Haben wir nur 200 Holz momentan? Ich hab die in meinem Inventar. Achso, okay. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir auch noch mehr haben als nur das, was ich jetzt gerade gesammelt habe. 980 habe ich bei mir. Wie viel brauchen wir? Bei Stein 302. Okay, und wie viel brauchen wir nochmal fürs Hühnerstellchen? 400 Holz und irgendwas mit 100 irgendwas Stein. Okay. Oh, ich bin also erschöpft. Denke ich, wir haben schon genug dafür. Okay. Ich bin erschöpft. Gebe ich nochmal kurz alles ab, was ich habe. Ah, ich würde gerne noch ein Bienenhäuschen bauen. Ja, warum nicht, ne? Na, ich baue noch mal ein Bienenhäuschen. Ich meine, Honig ist immer gut. Ja. So, hier oben, wo die Pilzfarm ist, stelle ich auch noch mal einen weiteren Pilzspawner hin, wollte ich gerade sagen. Oh, es wird langsam spät. Ah, oh, schade. Folge endet schon wieder. Ja. Na denn. Hallo. Dann mal sehen, wie unsere Finanzen aussehen. Oh, Fischerstufe 5. Was? Sammlerstufe 6. Ich habe einen Blitzableiter. Oh ja, die können wir jetzt endlich bauen. Fische sind 25% mehr wert, Fallenhersteller. Für die Herstellung von Krabbenreusen werden weniger Güter benötigt. Dann sind Fische eigentlich mehr wert doch besser, weil die Krabbenreusen benutze ich kaum. Ja. Ich mach. Was ist das denn für eine Sache? Welche? Ach, das ist ein Sommerkürbis. Ja, sieht aus wie eine gelbe Zucchini. Ja, wobei eine Zucchini ist gelbe ein Kürbis. Eggplant. Oder das? Wie der Eggplant-Emoji. Gut. Dann danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bye.